Haben Sie hier so auch so eine Chinesin? Ja, ne? Also nicht jetzt als Mensch, so als lokal meine ich so. Haben Sie sowas? All you can eat? Verstehen Sie mich generell? Sie sehen, gucken so. Ist da eine Fernseher? Nee. Haben Sie, ne? All you can eat kennt man, ne? So. Schön da, ne? Bei uns. Kommst rein, hast du eine 10 Meter Tapeziertisch, ne? Und dann kannst du essen, so viel du schaffst, ne? Angefangen waren all die Frühlingsrollen, ne? Süß-sauer, Ente, Rollmops, das ganze Ding. Ne? Also Rollmops wegen Hund, weißt du? Ja, sie lachen, es gibt das Gerücht, ne? Sagen sie immer, beim Chinesen gibt es Hund zu essen, ne? Man weiß es nicht, ne? Aber oft ist ja was dran, ne? Gibt ja nicht umsonst das Sprichwort, kennt man hier auch in Blankenstein, ne? Der Mops ist gelutscht. Aha. Da sitzen wir dann immer schön gemütlich zusammen. Da kommt dann immer noch die Bedienung, ne? Die sieht gut aus, ne? Die kommt ja aus China, ne? Also nicht jedes Mal, die wohnt hier bei uns. Ne? Das ist natürlich Quatsch, ne? Aber die bringt dann immer Getränke, aber wen? Aus China, du verstehst sie nicht ganz so gut, ne? Kommt dann immer, was setzt sie immer? Wir trinken ja Kölsch bei uns, da wo ich herkomme, da setzt sie immer ein Kölsch, eine Korheit und eine schöne Wochenende. Ich habe lange nicht gewusst, was sie meint. Ich habe es abgeleitet an dem, was sie gebracht hat. Kölsch, habe ich schon verstanden. Ne? Korheit ist ein Wort. Ne? Kolala, Korheit. Schöner Wochenende. Ne? Heißt schönes Wochenende. Ich war jetzt länger nicht da, ich musste aber hin. Ne? Haben mir erzählt, es gibt seit neuestem, gibt es wohl keine normale Cola, es gibt Fritz-Cola. Ne? Ich bin gespannt. Ne? Man hört es schon, ne? Ein Kölsch, eine Fritz-Cola. Und ein schönes Wochenende. Dienstags gehen wir immer dahin zum Essen. Wenn du ja fertig bist am Schluss, kriegst du da immer noch beim Chinamann hier so eine, wie hieß der? Glückskeks. Schnäpschen und Glückskeks. So, und das kannte ich nicht. Ne? Wie ich das erste Mal da war, kannte ich das nicht. Ne? Habe ich mich gefreut, ich hatte aber noch ein bisschen Hunger, da habe ich den Dreck ganz gegessen. Ja. Dann sagt am anderen Tag, sagt eine Bekannte zu mir, sagte, was hast du denn auf dem Zettel stehen gegessen? Ich sag, wie Zettel, und meinst du jetzt die Quittung oder was? Ich sagte, nee, in dem Keks war doch eine Zettel drin, jetzt sag mir doch nicht, du Blödmann. Hättest du mit gegessen? Ich sag, nee, so doof bin ich doch nicht. Er sagte, was stand denn drauf? Sagte. Ich sag, ja, irgendwas mit, es gibt immer Licht am Ende des Tunnels. Manchmal hat man Glück, weißt du, was einem da so rausrutscht in dem Moment. Fisch haben die nicht viel, ne, beim Chinesen, ne? Hast ja große Bassins und Aquariums da bei uns in der Bude, ne? Aber der Fisch, der da rumschwimmt, kannst du nicht haben, habe ich versucht, ne? Ich sag zu der Bedienung, dann hauen wir mal den großen roten in die Pfanne, ne? Man sagt so, ah, Herr Senker, Sie machen immer Spaß, aber den kann man nichts essen, sagt sie. Ich sage, wie nix essen, da steht da extra drunter, Koi-Karpfen. So. Da habe ich mich kaputt gelacht in dem Moment. Ne? Und sie hat mich so angeguckt, wie sie auch jetzt. Ne? Bei uns im Rheinland heißt Koi kauen. Und verstehen Sie, dann wäre das lustig gewesen. Da ist ja lustig, ne? Komm.
habe ich ihn mitgebracht, als neues Wort. Ne? So. Sie hat ihn bis heute, glaube ich, nicht verstanden. Ne? So. Aber sie ja jetzt. Ne?